Sieben Krisenstimmung seltsam, murmelt Prinz Henlei zu Westerburg in Richtung seines besten Freundes Finnisch den rüber. Er schüttelt dabei leicht den Kopf. Zu dritt sitzen sie an diesem schönen Septemberabend vor dem jungen Wohnheim des Erlanes. Die kleine Gang hängt bei gutem Wetter gerne abends vor der Bude im Freien ab. Der dritte im Bunde ist kein geringerer als der 14-jährige Mikkel Silver, seines Zeichens angehender Telematiker. Er verbringt bereits einen Großteil seiner Freizeit oben am geostationären Teilchenbeschleuniger Tunnel Gamma I. Mikkel ist der Einzelgänger, hat wenig Freunde, aber Henlei und Finnisch gehören definitiv dazu. Froh waren sie, vom Tunnelkonsortium, dass der Fette endlich einen Auszubildenden hat. Zuvor hat Daniel Linär so jeden ihrer Kandidaten eiskalt abblitzen lassen. Doch das nur nebenbei. Was genau höchst unerwünscht ist nun? Finnisch sieht Henlei fragend an. Ach, Bart Gara ist offline. Schon ne ganze Weile. Seit 16.02 Uhr. Ohne Binfortmessage MMHM brummt Finnisch beleidigt deswegen immer noch wegen Referat ist sie. Aber, Noninu. Glauben kann das nein bestimmt. Ich kann dir sagen, wo sie steckt, meint Mikkel lapidar. Mutier mal deinen Komm her, Henlei. Ich kenn da einen Hacks. Zisch. Ein Komm segelt von A nach B. Mikkel beginnt sofort mit der Blinzelei. Er verzieht sein Gesicht. Wie? Lüpera, nähe alter Bahnhof. Was will sie denn da? Meint er abschließend. Unmöglich. Meint Henlei abwehrend. Gib mir das mal her. Fassungslos schaut er auf die Karte. Finnisch kratzt sich am Hinterkopf. Er hat ein schlechtes Gewissen wegen dem kleinen Streit gestern. Also bevor wir jetzt falsche Schlüsse ziehen, gehen wir erstmal rüber zu ihr, meint Henlei. Sie ist heute, glaub ich, mit Regina Latches Wille heimgelaufen. Fragen wir die doch einfach mal. Auf geht's, Schluss drauf weg. Plärz Finnisch, springt auf und sprintet los. Die beiden anderen haben Mühe, ihm zu folgen. Keine 4 Minuten später stehen sie vor Patkaras Wohngebäude. Mikkel klingelt bei Regina. Keiner daheim. Finnisch der Ruba steht derweil vor dem Aufgang, schaut aber Richtung Park. Er hält eine Hand ans Kinn, kurz darauf beginnt er zu schnüffeln. Faul was es bestimmt, beginnt er. Dann gibt er grunzende und schnarchende Geräusche von sich. Er verhält sich gerade so, als ob er die Moleküle der Luft in seiner Nase einzeln zerlegen könnte. Er schmatzt, quiekt, hoppelt und pfeift dabei. Die 5 Sinne der Ruba des Trümer sind viel feiner als die der Menschen. Trotzdem sehen sich Henlei und Mikkel mit hochgezogenen Augenbrauen an. Ja, Finnisch ist auch nach 3 Jahren für eine Überraschung gut. Plötzlich springt er mitten in einen Busch. Ein überraschtes Oh! Ist deutlich zu vernehmen. Henlei rastlos, Mikkel hinterher. Dort im Gebüsch sitzt er, Finnisch, in seinen Armen die bewusstlose Regina Latches Wille. HMMM macht er. Dann beginnt er sie in Spätkorngeschwindigkeit zu kitzeln. Am Bauch, unter den Achseln, an den Fußsohlen. Schließlich beklatscht er ihre Backen so schnell, dass wahrscheinlich zwischen jedem Tab die Schallmauer durchbrochen wird. Regina beginnt zu blinzeln. Sie erwacht. Benommen schaut sie sich um. Zuerst erschrickt sie, stößt einen schrillen Schrei aus. Dann erkennt sie jedoch ihre 3 Ritter. Wo bin ich? Sind ihre ersten verwirrten Worte. Wo ist Bart Kara? Seid ihr zusammen rüber? Fragt Henlei sorgleich. Ja, antwortet Regina, gleich nach der Schule sind wir zusammen heimgegangen. Bis was ist passiert? Henlei ist entsetzt. Bitte Regina, du musst dich erinnern. Keine Ahnung. Ich hab das Bewusstsein verloren. Irgendwas war da vor meinem Gesicht, Finnisch weiß mehr. Er quackt sonneklar, ganz ist wie bestimmt. Ist Bart Schalapetsch Abon entführt sie. Rennen wir, trommeln alles los, geschwind. Henlei wird mulmig. Er fragt Regina, kannst du laufen? Regina rüttelt und schüttelt sich. Sie antwortet, ich glaub schon, ja. Sie sieht Henlei fragend an. Dann geh gleich rüber ins Sekretariat. Meint er, erzähl ihnen alles, was du weißt. Auch dass Bart Gara entführt worden ist. Aber verschweig erstmal, dass wir es waren, die dich gefunden haben. Okay. Das bleibt unser Geheimnis. Regina nickt und macht sich sorgleich von dann. Sie ist zwar noch was wackelig, aber es dürfte gehen. Wir haben nämlich Wichtigeres vor. Los Jungs, rüber zu uns und rauf auf die Willers.
Mit diesen Worten sprinten die drei zurück. Sphinx vorneweg. Der alte Bahnhof Lüpperolle liegt einfach zu nah, um den Wesblei anzuschüren. Außerdem verliert man wertvolle Zeit, bis man erstmal bei ihm ist. Also sind die alten Bahnräder die bessere Alternative. Sphinx ist ein ausgezeichneter Pilot geworden. Seit dem Abenteuer auf dem Exo ist er wie wild aufs Wollen. Was hat er sich gefreut, als er vor 2,5 Jahren seinen von Hinlei geschenkt bekommen hat. Die Flitzerei ist ein liebes Hobby der drei Teenager geworden. Der dritte gehört normalerweise Partkara. Jetzt ist er allerdings frei für den 14-jährigen Junotek Mikkel Silva. Noch im Lauf schaltet Hinlei diesen für ihn frei. Aufgesattelt, losgedüst. Drei junge Rocker machen die Straßen Lüpperos unsicher. Sphinx ist wie immer der Schnellste. Hals über Kopf schneidet er jede Kurve. Hinlei hat Mühe hinterherzukommen. Manchmal ist er so schnell, dass Hinlei nur aufgrund aufgeregten Hubens die Orientierung behält. Die raue alte Bahnhofsgegend ist erreicht. Svino fällt zurück. Immerhin weiß nur Mikkel genau Bescheid. Dieser überholt alle und wedelt neben den Ohren. Die anderen sollen ihm folgen. In einer eher unspektakulären grauen Seitenstraße stoppt er dann und sieht sich fragend um. Hoppelhüpf. Sphinx ist schon bei ihm. MMHH meint der junge Telematiker. Unsere Position ist korrekt. Nur die Höhe ist falsch. Hier Hinlei Position plus 20 Höhenmeter, gleich da drüben. Sphinx begutachtet Mikkels Display. Keine 3 Sekunden später, also sofort. Unvermittelt, sogleich hüpft er los. Wie ein Kletteräffchen springt er am beschriebenen Hause hoch. Um noch mehr Schwung aus der Aktion zu bekommen, hangelt er sich ab der Hälfte an den 2 Nachbarhäusern rauf, das heißt er springt zwischen den Mauern hin und her immer weiter nach oben. Mikkel und Hinlei sehen sich vielsagend an. Ja, Sphinx-Galaktik steckt voller Geheimnisse. Svino steht derweil oben und winkt mit irgendwas. Dann beginnt der Abstieg. Wieder zwischen den Gebäuden. Er scheint sich irgendwie daran festzusaugen. Doch Hinlei erinnert sich nun. Vor etwas weniger als 3 Jahren, nach ihrem überstandenen Abenteuer auf dem Exor, hat sein bester Freund ihm mitgeteilt, dass es quasi ein Sport auf dem Trümo sei, die Ruberhäuser von außen hoch zu kraxeln. Die haben zwar alle Treppen drin, doch außen herum macht es einfach mehr Spaß. Ein Hobby, das sich heute auszahlt. Wild hechelnd ist er weil der junge Ruber zurück. Stolz hält er seine Trophäe, Bart Garascom, in Händen. Mikkel betrachtet das Gerät kritisch, sieht so aus, als ob zuerst versucht worden ist, das Handy mit Gewalt zu zerstören. Rohrzange oder so. Gespannt lauschen seine Freunde zu, als das dann misslungen ist, oder aus Vorsicht, wurde er dann einfach rausgeworfen. Ziemlich schlau, denn die Blackbox funktioniert noch einwandfrei. Da braucht es mehr als eine Zange. Dieser innerste Kern ist unglaublich stabil, wenn man bedenkt, Hinlei unterbricht ihn Mikkel. Keine technischen Details. Ich glaub dir aufs Wort. Was kann man sonst noch sagen? Naja, einiges meint der schlaue Teg. Ab hier, zumindest in der Gegend, muss sie im Flüger transportiert worden sein. Sonst hätten wir den Komm in der Nähe des Alanis gefunden. Es ist davon auszugehen, dass die Entführer den Komm möglichst schnell loshaben wollten. Natürlich kann das alles auch ein Täuschungsmanöver sein, Mikkel, fährt fort, dennoch glaube ich, dass sie Patgara auf dem Campus überwältigt haben und dann irgendwie raus. Später umladen und weg. Ziel unbekannt. Richtung Mikkel sieht sich um, ja, wohin geht's denn da? Hinter in die Wälder? Oder doch eine Hoax? Bin kein Kriminalist. Hinlei nickt. Er beißt sich jedoch auch nervös auf die Unterlippe. Kenner können bezeugen, das kommt äußerst selten vor. Dann meint er pragmatisch, okay Jungs, dann kehren wir jetzt von unserer Spritztour zurück. Kein Wort zu irgendjemand. Den Komm halten wir auch erstmal geheim, bis jemand gefunden ist, dem wir wirklich vertrauen können. Ich kann mir vorstellen, dass in der Schule mittlerweile der Rafe begonnen hat.